Mann, nur. So, zurück. Erstmal den da fertig machen. Feedback zum Game ist, es ist genauso wie der erste Teil und das ist das Gute daran. Es macht genauso viel Spaß wie der erste Teil und ja, es erinnert halt alles an den ersten Teil, weil das ganze Kampfsystem und die ganze Umgebung ist halt alles wie beim ersten Teil. Und deswegen macht es sehr, sehr viel Spaß. Oh, Minako, da musste ich jetzt aber nachdenken über diesen Spruch. Da musste ich jetzt mal nachdenken. Was, das Spiel gibt es immer noch nicht im PS im Store? Hallo Caputo und auch hallo Owen Creeper. Das gibt es nicht im PlayStation Store? Wirklich nicht? Ich habe noch nie nachgeguckt. Echt nicht? Okay, Leila sagt, es gibt es. Vielleicht irgendwie vertan für... Ja gut, müsste ja, aber eigentlich... Kann sich auch eigentlich mal heilen, ne? Kuschel kann sich doch auch selber heilen. Oh, das hilft sogar ganz gut. Genau, alt und bewährt. Das ist ja gerade das Gute da dran. Ich weiß noch nicht mal, hat sich die Grafik irgendwie verändert? Ich glaube noch nicht mal das, ne? Ja, deswegen... Ja, Minako, das habe ich dann auch verstanden, aber ich musste darüber nachdenken. Es hat ein bisschen gedauert. Aber, ne? Weiß ich nicht, Kabuto, warum du dich hierhin verirrst. Das ist bestimmt unser Charme. Das ist unser Charme, der dich hier hinzieht. Wie so eine Sirene, die Seefahrer in den Tod schickt. Außer, dass du hier nicht beim Tod landest. Noch nicht. Kommt noch. 3000 Abonnenten Spezial. Ja, das ist das neue Spiel. Ja, er stellt englische Frage und ich antworte auf Deutsch. Yeah! Yeah, it's a new game. Was, im Österreichischen kommt es echt erst morgen? Echt? Wenn man bedenkt, dass ich das Spiel aus Österreich bestellt habe und 2 Tage früher bekommen hat, ist es echt komisch. Okay, das ist echt komisch. Ich habe extra aus Österreich bestellt, um es früher zu kriegen und dann kommt es in Österreich später. Hm. Okay, Digimon, Digitationen, Kami, ja. Wer ist das da unten eigentlich? Achso, das war irgendwas, was wir noch nicht machen konnten. Chat... War Level 30 Kuschel? Wie sieht's aus? Level 16. Fast ein Gatomon. Ja, gestern war das hier scheiße stürmisch. Um das Wort mal in den Mund zu nehmen, es war scheiße stürmisch. So, was war das? Wie viel musstest du haben, Valkyra? 55 Geschwindigkeit. Huh, du kriegst ja kaum noch Geschwindigkeit dazu. Na, dann müssen wir mal gucken, ob wir dich hinkriegen. Genau, nutz das Elch-Emoji. So, die beiden werde ich mir erstmal machen. Also bei uns war es megamäßig stürmisch gewesen. Und das ist kein Elch-Emoji. Mano. Das ist starkes Mobbing, das zu behaupten. So, erstmal wieder ein paar neue Digimon. Einfach so, weil wir es können. Den Rest lassen wir mal da liegen. Sind die teurer? Echt? In PS... Aber da, die müssten ja rein theoretisch billiger sein, weil sie ja nur digital sind. Rein theoretisch dürften die ja gar nicht teurer sein. Devimon wäre eigentlich ganz nice. Oder da, wie heißt das? Dieses Müllmonster? Und das habe ich keine Ahnung, was das ist. Das ist das Müllmonster, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht, wie dieses Müllmonster heißt. Hier denke ich mal, machen wir hier Elecmon. Es ist ein Elecmon, okay? Keine Diskussion darüber. Wir haben sowieso keinen Platz mehr. Wir sind voll. Komplett voll. Ach ja, Digitation, warte.
Lass mich. Iris ging noch nicht. Layla ging auch noch nicht. Jetzt geh mal Level up, Layla. Ja, genau. Müllmon halt einfach. Es ist und bleibt Müllmon. Ich finde, Müllmon ist aber auch ein schöner Name. Den könnten wir rein theoretisch zu Gilmon machen, ne? Dann kann das Master Chief sein. Beziehungsweise haben wir sonst noch irgendwas Gilmon-mäßiges, was davor war? Nee, dann könnte das rein theoretisch Master Chief werden hier. Das Koromon, wenn es denn mal soweit ist, alles. Und hier, ja, da müssen wir. Minako, was schreibst du denn auch so viel? Ich kann es leider nicht umstellen. Warte mal, was war jetzt unsere Aufgabe? Ach ja, rausgehen. Stimmt. Echt? Aber warum kostet das mehr? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Es ist ja nur eine digitale Version. Sie sparen sich ja sogar die CD und die Hülle. Also rein theoretisch ist es... Ergibt das keinen Sinn, warum das mehr kostet? Verteidigungsboost? Muss ich mal gucken, was das ist. So, das waren alle Aufgaben, ne? Weiß noch irgendjemand, was wir zu tun hatten? Ich glaube, wir sollten in den VIP-Raum gehen. Was? Nee, den will ich nicht sehen. Der sieht ja furchtbar aus. Achso, ja, genau, so ein Mist ist das. Kabuto, ich würde mich mit dir anlegen. Ich habe, ne? Ich habe Valkyra, Kuschel und Chat dabei. Und Kami als Backup. Was? Keramon kann Platin-Sukamon werden? Sehr schön. Dann machen wir das doch aus Keramon. So, gehen wir mal Erika besuchen. Wir haben schon wieder nicht angeklopft, oder? Was? Brauchst du etwas? Es käme wohl nicht gut, wenn ich sagen würde, dass ich einfach so hier bin. Ich sollte mir was überlegen. Wer hat dir das Hacken beigebracht? Kennst du einen Matayoshi? Kennt er Rijiu? Ja, Gavin, wie gesagt, Müllmon. Ich finde, der sieht aber eigentlich cool aus. Irgendwie, finde ich, hat er Stil. Der ist, wie du schon sagst, wie Slimog. Slimog hat auch Stil. Ich weiß nicht, ich mag diese Digimon-Pokémons. Was bedeutet Hoodie? Ja, komm. Oh, Herr Matayoshi war hier? Er ist Kommissar. Rijiu und Chitos stehen tief in seiner Schuld. Er hat ihnen früher oft aus der Patsche geholfen. Nein, Kabuto, nein. Wird's nicht. Sind unbesiegbar. Außer Kuschel. Kuschel fällt öfter um. Aber auch nur, weil sie so viel tut. Weil sie halt immer am Arbeiten ist, deswegen. Genaueres weiß ich nicht. Rijiu und Chitos waren früher ziemliche Pestbeulen und er hat sich irgendwie um sie gekümmert. Er ist ein guter Kerl. Ich mag ihn. Manchmal bringt er mir Süßigkeiten. Oh, jetzt mag ich ihn auch. Oh, jetzt muss ich wirklich alles fragen. Ryuji. Er und Chitos hacken schon seit der Grundschule. Ich wollte es probieren, also habe ich gebettelt, bis er es mir gezeigt hat. Und irgendwann haben sich die Dinge geändert. Ich war imstande, es mir selbst beizubringen. Nein, Kami, Erika ist niedlich. Die hat schon irgendwie Stil. Können wir das Thema wechseln? Na klar. Was bedeutet Hoodie? Das kommt aus heiterem Himmel. Nicht, dass es ein Problem wäre.
Ich schätze, jetzt wo du zum Team gehörst, solltest du wenigstens wissen, was dein Name bedeutet. Naja, wir tragen doch unsere Kapuzen da immer, deswegen Hoodie. Das ist das chinesische Wort für Schmetterling. Wirklich? Ist das wahr? Ach, guck mal, ein Hoodie. Es gibt eine schöne Geschichte mit dem Titel Der Schmetterlingstraum. Kennst du sie? Nee, will ich aber auch gar nicht kennen. Brauchst du mir nicht erzählen. Manos... Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Und ja, der Geburtstag ist bald. Naja, was heißt bald? Es dauert noch. Wann haben wir heute? Noch 20 Tage in etwa dauert das. Also, ich habe mir aber darüber noch keine Gedanken gemacht. Darin geht es um einen Mann, der eines Nachts träumt, er wäre ein Schmetterling, der durch den Himmel fliegt. Als er aufwachte, fragte er sich, war das mein Traum als Mensch oder bin ich in Wirklichkeit ein Schmetterling, der träumt, er wäre ein Mensch? Ex-Tyrannomon. Habe ich noch nie von gehört. Ich kenne keinen Ex-Tyrannomon. Mhm. Wir behandeln den Cyberspace im Alltag wie eine Erweiterung der Realität. Wir wissen gar nicht mehr, was wirklich echt ist. Manche Leute sind in der echten Welt ganz normal, aber im Cyberspace sind sie was Besonderes. Oder umgekehrt, sieh dir nur mal Hacker an. Was glaubst du, welche Seite ist für sie realer? Diese Welt? Eden? Vielleicht beide? Dies ist eine Art Grenzland für solche Leute, die zwischen den Stühlen sitzen. Und wir sind sozusagen Schmetterlinge, die zwischen beiden Welten hin und her flattern. Und so ist mir der Name eingefallen. Ja, ein bisschen aufwendig, ne? Ist deine Neugier jetzt gestillt? Zieh doch los und löse ein paar Fälle oder sowas. Wobei, warte noch. Rijui meldet sich vielleicht bald. Leila, nicht dran erinnern, ich will's nicht. Ja, es ist der 10. Was, 23? Nee, warte. Wie viele Tage hat der Januar? A, B, C, D. 23? Das werdet ihr nie erfahren. Also, es kam jetzt schon 100.000 Mal vor, aber ihr werdet es nie erfahren. Außer Leila schreibt es euch, aber sie darf das auch schreiben. Erika? Schau. Schau, da ist er. Oh, Gaze ist auch da. Perfekt, bleibt wo ihr seid. Wir haben gerade einen neuen Fall erhalten. Wir haben unseren nächsten Fall von Sachsen. Ein Kontodieb namens Erika. Was ist denn? Oh, wie war die Stimme? Ich bin Warmon. Freue mich, dich kennenzulernen. Das ist mein Digimon. Ich habe ihn gefunden. Und ich dachte, du hättest kein Interesse an Digimon. Woher der Sinneswandel? Etwas ist passiert. Ein Ramon in ein... Oh Gott, das muss ich unbedingt googeln. Oh mein Gott, das will ich unbedingt sehen, wie das aussieht. Das Ex-Tyrannomon. Oh Gott, wir müssen uns einen Ramon machen. Leila ist in 22 Tage. Erika und Kaste haben mich gerettet, als ich mich verirrt hatte. Erika sagte, ich kann bei ihr bleiben, bis ich in die digitale Welt zurückfinde. Digitale Welt? Was denn das? Ein Bereich? Das ist der kleine... Da ist der Kleine zu Hause. Er sagt, es sei eine andere Welt, aus der alle Digimon kommen. Wie meinen? Das ist sein Ernst? Was für ein seltsames Digimon. Aber das stimmt doch. Der redet ganz schön viel. Hast du ihn dazu angestiftet?
Nein, es war von Anfang an so. Na, solange du dich gut um ihn kümmerst. Zurück zum Auftrag. Wir holen uns den Drahtzieher der kürzlichen Kontodiebstähle. Ja, und wer war das jetzt? Wir haben Informationen von Sachsen. Das ist wohl ein fieser Typ, der Hacker wie Shiga benutzt, um Accounts zu sammeln. Wir müssen uns den also schnappen, wenn wir den Kontoraub stoppen wollen. Wir haben die Gerätdaten gestohlen, als wir Shigas Digivice untersucht haben. Oh, warum gähne ich denn jetzt die ganze Zeit? Furchtbar. Die Kommunikation zwischen Shiga und dem Drahtzieher ist verschlüsselt. Wir haben nichts genaueres, aber einen Namen. Der Drahtzieher heißt Mephisto. Ein endgeiler Name. Mephisto ist so ein geiler Name, finde ich. Schon seit Digimon 2, ja. Schon seit Diablo 2 fand ich Mephisto und Baal, die Namen finde ich einfach mega geil. Ich würde meinen Hamster auch gerne Mephisto nennen. Ich kaufe mir einen ganz kleinen Hamster und den nenne ich Mephisto. Minako, das ist auch beabsichtigt, dass ich es wirklich Sachsen nenne. Mephisto? Was für ein komischer Name. Das ist ein Deckname. Und wenn du mich fragst, hast du den komischen Namen? Kabuto, versuchst du gerade Angemon und Lady Devimon zu paaren? Das geht nicht, da musst du Angewomon nehmen. Nur Angewomon und Lady Devimon können sich paaren. Mann, weiß man doch. Also logisch. Meiner ist gar nicht komisch. Und wenn, dann ist Erika aber auch komisch. Erst müssen wir einen Weg finden, diesen Mephisto zu kontaktieren. Ihr zwei müsst Infos zu unserem Ziel sammeln. Chitos, du übernimmst die echte Welt. Erika, du das Netz. Alles klar. Oi, oi, Captain. Wir zwei loggen uns ein und kontaktieren Hacker-Teams, mit denen er vielleicht zu tun hat. Du bist unser neuer Hau drauf. Wenn du herausfindest, wo er ist, dann zeigst du ihm, wo der Hammer hängt. Ich wollte gerade einen Spruch darüber machen, wo der Hammer hängt, aber dann dachte ich mir, nee, komm, ist ein Kinderspiel, kann ich nicht machen. Mach dich besser bereit. Ja, mach ich. Das ist so cool. Ich finde das Wormon hier erstmal mega geil, ne? Also das ist, ich liebe das Wormon hier. Unser Ziel sind Hacker-Teams mit einer möglichen Verbindung zu diesem Mephisto. Black Silver, die das Eden-Forum als Basis haben, und Nakano Stripes, die sich in Noloon aufhalten. Hallo Kevin. Hallo Kevin Brinkmann, sag ich mal. Nicht, dass der andere Kevin verwirrt ist. Mir gleich, welches ihr euch zuerst vornimmt. Geh hin und bring etwas in Erfahrung. Ja, Mama. Mach ich, Mama. Mephisto. So, was ich jetzt aber erstmal ganz kurz machen muss. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Warte. Ich mach nur Süffel, Süffel. So, jetzt ist alles wieder gut. So, wir sollen uns jetzt verschiedene Hackerbanden vorknöpfen. Nein, ich habe jetzt... Was? Trink, trink, trink. Es war jetzt kein Eimersaufen. Dafür ist es zu früh. Achso, es ist alles gelöst. Ich wollte schon sagen, Mann, haben wir viel, aber es war alles ein gelöst Button hinter. Button. My finger is on the button. Zielort. Hackerforum. Hallo so, Herr.
Na gut, dann nenne ich dich Brinky. Dann nenne ich dich Brinky. TP-Kapsel C. So, Opa. Glaub bloß nicht, du kannst dich über mich lustig machen, nur weil ich alt bin. Im Cyberspace ist das Alter egal. Mir machen die Hacker-Events Spaß. Party! Mephisto? Kenn ich nicht. Aber wenn du einen Gegner suchst, stehe ich zu Diensten. On guard! Oh, wieder kämpfen? Oh, geil, kämpfen. Oh, mit Mutimon. Ach so, ach, stimmt ja, den haben wir jetzt ja auch dabei. Oh, das kann ja nur, ne? Das kann ja nur was werden dann. Bei Cybersys brauchst du wirklich einfach nur Angewomon und Lady Devimon. Ja, es ist, da brauchst du nicht. Du brauchst einfach nur das Digimon. Musst du einfach nur in deiner Gruppe haben. Dann kannst du das ganz normal zusammenfügen. Das steht einfach als normale Voraussetzung, wo Angriff 40 und Verteidigung 40 steht, dann steht da noch Angewomon. Beziehungsweise Lady Devimon. Hallo Gaming Laws. Wie gesagt, du musst einfach nur die beiden Digimon haben in deinem Team und dann sollte das eigentlich funktionieren, soweit ich mich daran erinnere. Dann kriegst du eine schicke Kuschelsequenz und dann klappt's. Was? Wir? Gefährlich? So etwas Verrücktes habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Brinky, wenn du das Sandy sagst, kannst du das bestimmt. So, noch ein Opa? Wenn ich im Cyberspace den Löffel abgebe, merken die Leute womöglich, dass ich eine alte Frau bin. Wahnsinn. Und dann so eine Stimme haben. Was rede ich denn da? Ich kann auch nicht sterben, auf keinen Fall. Na klar, weiß ich es. Oh, der will nicht kämpfen? Schade. Okay, hier haben wir also nichts. Minako, du vergisst immer, ich weiß alles. Ich habe halt ein Gedächtnis wie ein, ich weiß nicht, was ein gutes Gedächtnis hat. Ein Pferd, ein Hund, was hat ein gutes Gedächtnis? Ein Kartoffelsalat, ich weiß es nicht. So, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Was denn jetzt schon wieder? Wir gucken uns trotzdem an, auch wenn ich was das jetzt schon wieder sagt. Auf der Farm hat Koromon das Höchstlevel erreicht. Wusch. Wusch. Ein Elefant vergisst nie etwas. Dann bin ich ein Elefant. Dann bin ich definitiv ein Elefant, weil ich vergesse auch nie irgendetwas. Schon wieder eine Digimon-Nachricht? Was ist denn los heute? Ich habe mich noch nicht an alle gewöhnt, aber wir sollten miteinander auskommen. Seid tapfer. Warte, wir haben hier noch was übersehen, was Iris sagt. Iris sagt, ich bin heute müde. Mach langsam, denn macht alles mehr Spaß, ja? Hab mit den anderen einfach Spaß auf der Farm und trainiere. Das wird toll.